Ich hab Gutschein erhalten. Sehr gut. Ja, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate für die Wii U. Ich wollte jetzt treten. Verdammt. Ging nicht. Oh, in der letzten Folge haben wir den, boah, wie ist das Viech? Nagakuga. Okay, da steht's bei meinen Aufnahmen. Erledigt. War nicht schwer. Hat nur 18 Minuten gedauert. Aber jetzt glaube ich nicht, dass das so einfach wird, weil jetzt kämpfen wir gegen dicke Dinger. Und ich habe mir vor, okay, Stahl ist das, okay. Das, wie ich muss ich erledigen, um meine jetzige Waffe nochmal aufzuleveln, so auf 1008 Angriffspunkte. Und ja. Da brauche ich irgendwie, weiß ich nicht, ein Schild viermal von dem. Das wird ja mal richtig lustig. Und Brachydios Stein brauche ich auch noch, den der so gut wie nie droppt. Aha. Weiß ich, wie auch habe ich schon gegen den gekämpft auf Screen? Kann ich auch mal zeigen. Oh, wir sind hier. Sehr gut. Ja, 10. Puh, so oft? Was bedeutet überhaupt diese Krone? Würde ich gerne mal wissen. Hier, weiß ich nicht. Bei längstes steht da irgendwie. Sieht aus wie eine Krone jedenfalls. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Habe ich bei einigen Monstern hier. Und was bedeutet das? Ist das länger oder größer, geht's nicht mehr? Oder so? Keine Ahnung. Ja, danke. Könnt ihr mal erzählen? Weiß ich nicht. Und ja. Und, wenn ich die Waffe nochmal auflevel, dann kommt die endlich mal in den blauen Bereich. Das möchte ich auch mal gerne haben. Weil dann kann ich bestimmt nicht mehr so oft irgendwo abprallen. Und ja. Wir kämpfen jetzt gegen den Stahl-Uragan. Oh Gott. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sind dann, ne? Oh, Kältetrank. So. Warte mal, hab ich Kräuter? Ja. Okay, dann. Ich hab schon mit dem normalen. Oh, da ist er. Wow, guckt sich mal einer den sein Kinn an. Er sieht nicht sehr viel anders aus wie der Originale. Au! Der regt sich wahrscheinlich jetzt hier voll. Was zum. Der regt sich hier wahrscheinlich voll auf. Weil ich den seinen Verwandten gern mich trage. Ich habe ja eine Uragan-Rüstung. So, hier ist wieder. Die Devise. Einfach auf die Dinger draufhauen. Auch wenn die. Dadurch. Nicht. Ja, auch wenn ich dadurch abpralle, die gehen trotzdem kaputt. Ist beim normalen auch so. Also hoffe ich ja, dass das hier auch so ist. Den müsste ich ja langsam auch kennen. Ich habe auch verdammt oft gegen den gekämpft, um meine Rüstung hier zu bekommen. Da sollte der eigentlich kein Problem sein. Vor allem jetzt mit den. Ich wollte erst den Brachydios hier voll oft erledigen, damit ich schon mal die Waffe von ihm bekomme und dann den normalen Uragan locker fertig machen kann. Aber ja, Brachydios war leider noch ein bisschen zu stark, deswegen habe ich erst die Rüstung von denen bekommen. Und jetzt kämpfe ich immer mit der Rüstung und dem Schwert gegen den Brachydios und hoffe einfach, dass das eine gute Wahl war. Ja. Oh nein. Ich weiß, ich prall ab, aber das bringt schon was. Oh ja, konnte ich nichts mehr machen. Müssen wir eigentlich auch haben. Das wird nur bestimmt nicht so lange dauern wie die letzten Kämpfe, die so 20 Minuten oder so gedauert haben. Oh Gott, weil es hat Feuer, oder? Nee. Nein, es ist Deo, oder? Oh nee. Oh Gott, der ist jetzt 100 mal nerviger geworden. Ich merke gerade, du hast kein Farbball. Müssen wir mal ändern. Ich glaube, ich tritt ja gleich gegen dein Kinn. Aber dieses Deo macht es natürlich jetzt wieder. Warum sage ich überhaupt Deo? Dieser Gestank macht es natürlich jetzt wieder sehr nervig. Durch den Backtanken hier. Irgendwie schon, ne? Ich habe so eine Tankrüstung mehr oder weniger.
Ja, die Dinger sind, glaube ich, größer geworden. Seine Unterart. Oh, komm schon. Jetzt knapp muss ich hier echt zum Marslager gehen. Weil dann geht der Gestank weg, glaube ich. Dieser Kackschwanz, ich werde da von anderen getroffen, ey. Joshua, du kannst ruhig Heilung einsetzen, ne? Nicht, dass du denkst, ich möchte das nicht, ne? Ich möchte es. So was von. Oh Gott! Die tun Augestank? Willst du mich verarschen? Warum heißt der ein Stahl-Uragan? Nennt den noch Stinke-Uragan? Oh, oh. Oh, verpiss er. What? Der hat den einfach überrollt. Hey, da ist in der Nähe vom Dings. Oh, geil, danke. Geht noch nicht, müssen wir doch nicht zum Basislager gehen. Ja, schön, finde ich gut. Oh, du frisst, glaube ich, ne? Okay, wie wurde ich davon getroffen? Schön. Ja, jetzt kommt das Viech noch und meint hier einen auf die Hose zu machen. Und diesmal nicht. Bams, hier. Aber du bist vergiftet. Das heißt, du zerfällst nicht in 1000 Stücke, wenn du stirbst. Oh Gott. Boah, das war knapp. Okay, das stinke Ding ist weg. Ja. Okay, ob du jetzt aus Stahl, Gestein oder was weiß ich bist. Ich kann euch mal gegen den normalen was ausrichten mit meinen Waffen. Also. Mir eigentlich relativ latte für Material. Ich hoffe nur, der Effekt von diesem Schleim geht irgendwie dadurch. Trotzdem. Oh nein. Okay, ich dachte, er macht seinen Super King-Angriff. Weil er kann sehr weh tun, das weiß ich. Ich habe den Angriff. Nur, es greift den Uragan jetzt an. Umgekehrte Logik hier einsetzen. Normalerweise tun immer die großen Viecher ja die kleinen angreifen und dann gehen sie auf mich los. So mal meinen Spieß umzudrehen. Wow, was ist dann jetzt für ein Lag im Spiel? Fast, ich brauche Gesundheitserholung. Danke. Ich sehe da doch irgendwie eine Einstellung, hat die. Weiß ich nicht. Dann nicht so oft einsetzen. Ich habe die alle Jäger hier eingestellt. Hat die angreifen. Also große Monster. Aber hat nichts damit zu tun. Vielleicht muss ich die ja irgendwie passiver einstellen. Da und da ist das schon einmal gekracht. Jetzt kommt das Kind erstmal dran. Ich weiß. Der Schwanz ist noch nicht ab, aber trotzdem. Da ist irgendwo eine Träne, glaube ich, oder irgendwas anderes. Bitte ein Schild. Oh, ich kann mich wieder heilen. Gut. Heilung. Ich bin geheilt. Heilung. Ich bin geheilt. Oh, gib mir das. Ja, die Steine die machen ja auch stinke Effekte und explodieren, das macht natürlich sehr Sinn. Die explodieren und stinken, das sind Stinkbomben. Au! Wortwörtlich. Ah, mein Genick hat irgendwie jetzt geknackt. Klang ungesund. Bestimmt sterbe ich jetzt. Mach mal her. Oh Mann. Ja, ich muss mal kurz. Oh, danke. Bin ich immer gut, wenn das passiert. Das ist wie Weihnachten in der Jägerwelt. Okay, weiter geht der Kampf. Ich habe den nicht so viel abgezogen, habe ich so ein Gefühl. Weil ich ja die ganze Zeit hier auf die Dinger drauf haue. Ist irgendwie klar, ne? Ja, das war geil.
Bams. Das ist. Hat trotzdem nochmal angegriffen. Du sagst, du machst. Ich wusste es. Schon, geh kaputt. Zum Glück macht das keinen Schaden, außer wenn ich voll davon getroffen werde. Hey, was soll das? Wat? Was ist hier passiert? Wenn ich nö. Stinke, nein. Ah, oh, ist das unfair. Und er bleibt ja gar nicht mehr lange. Ich war nur einmalig. Dass du so schnell aufstellst, nicht dass du umfällst. Irgendwann öfter umfällst, würde ich gerne noch belassen. Na, ich glaube, wenn sein Schwanz kaputt ist, kann er diese Dinger nicht mehr werfen. Glaube ich. Ja, super. Okay, gut. Nee, dann Schwanz guckt raus. Das sah wunderschön aus, ne? Dieses Pink. Warte, warte, Gift, ne? Kaputt, Mann. Gott. Au! Mir geht's doch schon gut, Mann. Oh. Oh, geil. Immer auf den Kock. Kock ist Englisch und bedeutet Schwanz. Mann! Ah, oh, das war jetzt nicht wahr, oder? Brauche ich Kältetrank, genau. Oh, der ist vergiftet. Geil. Voller Umweg. Menü. Ja. Daneben. Ja, geh weg. Also es kommt. Vorrede lieber ein Geier. Ich glaube, was war das da hinten? Oh nee, beim einem Übergang kam auch immer. Om nom nom, war das lecker. Au. Wer hätte das gedacht? Pose nach dem Essen ist nicht so gesund. Ja, ist gut, Mann. Oh, wir haben Combo hier. Oh Gott. Zum Glück haben wir gar nicht so einen Dunst hinterlassen. Was sind denn jetzt so am Dampfen? Mein Gott. Ich hau ab. Okay. Jetzt keine Lust auf den Volvidon. Grollst jetzt nicht zu mir, oder? Was da? Ey, muss dann immer sein. Dann ist er da weit weggerannt, damit du mich nicht angreifst, Mann. Komm ich mal hoch. So, der sieht mich nicht. Der ist hier herunter. Oh. Geil. Ich glaube, die Dinger hier da sind und nichts bringen. Okay, im Intro haben die Jäger sicher auch hier irgendwie. Ich krieg den nicht mehr getroffen. Und hier auch hinter so einen Stein hier versteckt. Und dann kam der Bachelius und denkt sich so, puff, dich. Ah! Mann!
Blödes Viech. Ah, blödes Viech. Was gibt's dann? Ich krieg den immer getroffen hier. So. Sehr gut. Ich wollte schon sagen, wenn der jetzt so in der Wand landet, ne? Ich habe mir schon wieder so gedacht, als hätte es eigentlich passieren müssen. Super Uragan Schuppe plus. Warum keine Schweif oder irgendwie sowas? Ich weiß, Stahl Uragan, aber S-Uragan, da muss ich mal an Super denken. Da ist er ja nicht mehr solche Steine geworfen. Oder? Jetzt gib mir dein Kinn. Glaube ich, alles, was man abtrennen kann, oder? Ein bisschen wenig. Ich habe mal versucht, oben diese Stoppeln da anzugreifen. Hab ich aber noch nicht geschafft, irgendwie kaputt zu machen, falls das überhaupt geht. Boah, jetzt komme ich nicht an den dein Kinn an. So, komm her. Steck ich jetzt nicht die ganze Zeit hier in. So, genau da können wir kämpfen. Oh, sehr gut, ist noch nicht zugekommen. Aha. Mein Gott. Mein Gott, jetzt lass mich doch mal machen. Ja. So, der macht seinen Stinkerangriff. Also beim hinten. Ja, der kann doch noch. Was zum? Noch das Kinn. Komm schon. Komm schon, King Crimson, ja. Mach dich noch kaputt mit deinem Kinn. Wer der Wolvidon ist noch da. Also so was von noch da, ne? So. Gott sei Dank. Komm schon. Ja, wollte er. Gegen die Wand, ja, da komme ich nicht hin. Ich habe Gefühl. Schon Explosion. Kunst ist eine Explosion. Also komm her. Sack. Ah. Komm mal hier hin, wenn es geht. Gefäß dahin. Kommt er einfach durch die Explosion dadurch. Ist der krass drauf. Macht das Kind kaputt. Jawohl. Jetzt bist du dran. Pff, Explosion. Explosion. Oh, ah. Sind schön. Explosionen machen Spaß. Und Beintrauben auch. Was? Na komm, ja, du Ding. Au. Nein, ich stink wieder. Leck mich. Oh, danke. Danke, Autoblock. Und zack. So, jetzt muss ich mich nicht auf irgendwas konzentrieren. Jetzt kann ich einfach kaputt hauen. Ja, so geht das. So machen wir halt hier in dem Bronx. Der Monster Hunter. Ich kann kein Dings ein. Doch. Oh, okay, sehr gut. Ist gerade abgelaufen. Nein!
Habe ich wieder Agnaktor hier bei einer veräppelt. Oh, ich muss schleifen, stimmt. Hat er gerade die Luft da gegessen? Ma. Okay, ja, mal lenkt den ab. Gut gemacht. Ma. Ich bin wieder nicht getroffen. Das ist so typisch. Der Kampf geht schon länger als 20 Minuten. Rams. So mache ich das. Wird nicht mehr so ein schneller Kampf. Oh, er humpelt. Wird doch ein schneller Kampf. Sehr schön. Was zum Teufel? Er hat schon angegriffen, bevor ich überhaupt reinkam. Oh, das ist ein letztes Gebet hier. Nee, sein Todesurteil meine ich. Das ist Gebet, letzter Wille. Was? Was labert der da? Genau wie der Rathalos, ne? Der brüllt. Dann kommt er mit seinem Feuerangriff und er brüllt und macht mit seinem Kinn dieses Angriff hier Dinge näher. Auch das hier mache ich. Was habe ich gerade gesagt? Weiß ich nicht. Weiß eigentlich, wenn ich jetzt eine Falle baue und der da reinrollt. Ja, wir werden es wohl nie herausfinden. Au. Oh, komm her, du kriegst jetzt auf der Phrase. Nein, komm her. Da, wo mein Schwert ist. Warum müsst ihr so weit weg sein, ey? Ah, wie wurde ich einfach nicht getroffen? Egal. Ist doch egal. Egal. Ah. Na komm. The last stand. Bams. Oh, verdammt. Au. John. Jetzt aber. Bams. Bams. Angekündigt. Ah, oh, schön. Ah. Oh, und jetzt looten. Boah. Super Uragan Rückenpanzer. Brauch Schild viermal. Super Uragan Schuppe plus. Ich weiß, das ist für Stahl Uragan. Steht das S, aber egal. Super Uragan Panzer. Ich brauch Schild, ich krieg keinen einzigen, ne? Ne. Oder Metallzähne. Okay. Ah, schön. Mal schon mal das Viech erledigt. Heute wieder eine Menge getötet. 1, 2, 3, 4 haben wir heute getötet. Sehr, sehr ergiebig. Rückenpanzer, Schuppe plus, Rachen, Schuppe. Rachen. Ich habe keinen einzigen bekommen. Ihr könnt mich machen. Also ich muss gegen den auch noch verdammt oft kämpfen. Obwohl das Gute ist, dann, wenn den seine Rüstung noch besser ist als meine jetzige, dann ja. Oh, geht weiter. Dann wäre gar nicht so schlecht, den zu fangen. Dann kriege ich noch eine stärkere Rüstung als jetzt. Mein erstes Treffen mit dem Elfenbeinlager Jakos wurde zu einem legendären Kampf. Ich traf ihn zufällig auf der Jagd nach einem anderen Monster. Der erste Kampf endete unentschieden. Ich jagte ihn ein zweites Mal und ein drittes Mal und ein viertes und so fort.
Immer endete es frustrierend. Ich begann, den Elfmein Lagerkus nicht mehr als Monster zu sehen. Er wurde mein Erzfeind, meine Obsession. Was er wohl von mir hält. Jedenfalls gibt man irgendwann auf, wenn man ständig verliert, und das war's dann. Okay. Stahluragan. Bei Nächten die Suche nach Rohstoffen, bla 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 bla. Kuropeko, kann man sehen, großartig Kuropeko. So ein Verarschung. Na, gucken wir mal. Uragan Helm S 5759, der ist noch stärker. Ich krieg die Kriege. Also werde ich wahrscheinlich irgendwann damit rumlaufen. Ja. Ein bisschen anders sieht die aber aus. Ach nee, die ist ja okay. Ansonsten alles gleich, ne? Ja, von denen kriegst du bestimmt einen Hammer, ne? Oder nicht? Aha. Na gut. Dann kann ich ja den Part hier wieder beenden. Und, weiß ich nicht, sehen wir uns in der nächsten Folge, wo wir den Gletscherknacktor höchstwahrscheinlich bekämpfen. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.